Jetzt geht dann hier lang. Ja gut, pro Feld, ne, kriegst du dann immer so ein Objekt. Ich weiß nicht, muss er dann darauf stehen bleiben oder reicht es, wenn er darüber fliegt? Weil, okay, dann würdest du ja alles kriegen, ne? Das wäre dann Schwachsinn. Mitgeschafft beim Aufstieg von Hasse nicht gesehen. Ich sag das eigentlich viel zu oft, ne? Hast du nicht gesehen? So, ich glaube, ein paar Leute müssen wir hier noch kalt machen. Sehr schön. Da haben wir auch nochmal was. Und... ah, mit dem Einfrieren, das ist schon geil. Mist, du hast nichts fallen lassen? Warum nicht? Er auch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Was macht der Julian falsch? Ich guck mal kurz nach. Fraktion, hast du... dieses hast du nicht gesehen, muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Das ist nicht okay. Ach, lass noch was fallen. Okay, ich bin das gewohnt, dass jeder gegen was fallen lässt. Oder es war halt nicht der Richtige. Das kann natürlich auch sein. So, da ist noch ein blauer Kreis. Alles klar. Pflanzen tragen. Ist überhaupt kein Problem. Machen wir. Wir möchten die haben. Ich hab, wie gesagt, nicht durchgelesen. Ja? Wir lassen uns da einfach leiten, was uns da gesagt wird. Und dann passt das schon irgendwie. Schönen guten Tag. Die Pflanze hätte sie auch nicht selber holen können. So. Im Übrigen, wenn das Projekt weiterhin so gut ankommt, wie es bisher ankommt, dann wird das natürlich dementsprechend lange laufen. Ich will auch ein Gewehr haben. Welche Klasse hat Gewehre? Gibt es eine Klasse mit Gewehren? Kommt die noch hinzu? Ich will die haben. Ja, wir werden natürlich das Projekt lange laufen lassen und dann dementsprechend auch mit euch. Das ist ja logisch. Das habe ich ja schon mal damals mit Elsword gemacht. Würde ich ganz gerne auch nochmal hier machen. Allerdings fehlt natürlich der jetzige Charakter, der LP-Char sein. Oh, Level Up. Sehr schön. Heißt also, ich glaube, ich bin jetzt auf dem Server Himmelsfarm, ne? Weil einer meinte, Julian, bleib bitte auf Himmelsfarm. Ich müsste also der sein. Da bin ich jetzt momentan unterwegs. Da kann natürlich jeder dann gerne demnächst beitreten, wer Lust hat mitzuspielen. Ich glaube nämlich, in so einer Gruppe macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß, als wenn wir jetzt irgendwie alleine rumlaufen. Also ich alleine rumlaufe. Oder ihr, oder hast du nicht gesehen? Siehste, da war es schon wieder. Oh Gott. Abgewöhnen, Julian. Abgewöhnen. Mache ich noch ein bisschen? Na, brauche ich so lange zum Rennen und so weiter. Ich wollte den Part jetzt doch ganz gerne schnell hochladen. Alles klar. Jetzt wird es ein bisschen düster. Direkt runterspringen? Ne, nachher brechen wir noch was. Der Weg ist ja hier nicht ohne runter. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Mach ich halt drei Parts. Ich wollte eigentlich nur zwei Parts aufnehmen, aber umso mehr ich aufnehme, umso besser. Schön gemacht. Ich frage mich, ob das wirklich im Spiel dann konstant so bleibt, diese Detailverliebtheit. Ja, schwarz. Nicht gut. Damit sind wir in der Instanz. Und da rennt schon der Erste raus. Daigu. Das ist der Bürgermeister, oder nicht? Schickt euch also. Wie aufmerksam von ihm. Ja. Ups. Er ist besorgt. Ich bin gar nicht so schwach. Nur keine Umstände. Aber danke für euer Kommen. Oh, mein Fehler. Ich muss den falschen Brunnen haben. Diese Karten sind so alt. Ich wusste nicht, dass es hier so viele Piraten gibt. Es gibt nicht mal Wasser in dem Brunnen. Lasst uns verschwinden. Das ergibt Sinn. Tut mir leid wegen all der Aufregung. Ich gehe jetzt. Und keine Sorge, auch ein alter Mann wie ich findet noch allein nach Hause. Na gut. Okay, den Trick mit der Decke musst du mir zeigen. Aber wir gehen ja trotzdem mal weiter. Und greifen natürlich wehrlose Lampen an. Lampen. Ist euch kein besserer Gegnertyp eingefallen als eine Lampe? Kann ich die umgehen?
Na, ich gehe die mal besser nicht. Nicht, dass nachher die da hinten mir zu viel Stress machen. Auf jeden Fall sind die die Ersten, die auch wirklich einen Gegenangriff starten. Eisrache! Ja, scheiße, wa? He! Geil. Ich weiß nicht, irgendwie war das gerade befriedigend. Yo, was ist denn hier? Ganz ehrlich, wisst ihr, wie dieses Symbol aussieht? Geh da nicht rein. Steht da? Ups. Da scheint gerade was. Trainingsraum Solo normal. Er erfüllt nicht die Anforderung, um ihn zu betreten. Ja, das sieht mehr noch ein bisschen höher leveligen aus. Eisdrache. Oh, den habe ich nicht erwischt. Ah. Ein Feuerdrache hinterher. Das war knapp. Ja, ich muss mich auf jeden Fall mit der Frau einspielen. Okay, das machen wir noch eben dann. Dann ist Feierabend für heute, fürs Erste. Und dann möchte ich natürlich regelmäßig versuchen, sowohl Flatout als auch Blade and Soul gleichzeitig immer pro Tag erscheinen zu lassen. Was mir aufgrund meiner Internetleitung natürlich nicht gelingen wird. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. So, die pick ich mir einzeln raus. Aua, aua! Ach, den zuerst. Jetzt kommst du. Feuerball. Eis. Also, wenn ich ihn angreife, kommt er auch. Ja. Aber es geht mit dem Eisdrachen ganz schnell. Ich werfe meinen Kleinen weg. So. Ja gut, der ist natürlich ein Partner hier. Aber überhaupt kein Problem für den Julian. Ach, das ist so eine Kiste. Kein DLC, das ist so eine... Limsus Einsatzpläne. Kritische hast du nicht gesehen. Es tut mir so leid. Hier ist ein schönes Bruchstück, haben wir gekriegt. Versiegeltes Stein, Angriffsaxt und ein Bällchen. Ein Bällchen ist super. Da gehen wir doch gleich mal im Inventar gucken. Achso, ja, und die haben wir natürlich auch alle gekriegt. Hier zum Öffnen von Truhen. Einsatzplan, der beim Zuchtmeister. Heißt das Zuchtmeister? Ja, ne? Limus der schwarzen Rampe gefunden wurde. Handel, verkaufen, zerstören, nicht möglich. Mit Quest fortsetzen. Achso, das ist ein Quest-Item, alles klar. Das ist ein Siegel für eine Angriffsaxt. Oh, ihr müsst mir da unbedingt helfen, wenn ihr da ein bisschen Ahnung habt, sonst wird das Projekt hier nämlich sehr, sehr zäh, sag ich mal. Aber jetzt auf jeden Fall mal raus aus der Höhle. Wir haben nämlich erreicht, was wir erreichen wollten. Ach genau, das war das. Da können wir ja nicht rein. Dann werden wir die Quest abgeben und dann möchte ich die Aufnahme auch für heute erstmal beenden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mal ein bisschen Blade and Soul spielen kann. Das ist ja in letzter Zeit echt Wahnsinn, wie wenig Zeit ich in letzter Zeit habe. Naja, YouTube ist halt ein Hobby von mir. Und nicht mein Beruf. Ich habe nämlich neben YouTube halt einen echten Beruf. Und ein Privatleben. Ich muss irgendwie ein bisschen gucken, wie du die Zeit zusammenkriegst. Schönen guten Tag! Hui! Hi. Ja, ist okay. Eisdrache. Und hinterher der kommt der Feuerarzt. Feuer.
Oh, er hat auch was fallen lassen. Ja, schön. Noch ein versiegeltes Hass. Ich mache einen Trainingskurs für dieses Wort. Ich mache dafür einen Trainingskurs. Das kann nicht sein. Ich kann nicht jedes Mal dieses Wort jetzt fallen lassen. Haha, witzig, ne? Ja, und von ihm kriegen wir jetzt eine Scherbe. Die wir... So, hier rein. Entschuldigung, wo habe ich draufgedrückt? Genauigkeit. Ach, LP10, genau. Ist ein dasselbe Stück. Oder... Ist ein dasselbe, ne? Aber ich glaube, insgesamt vom Set her macht das nachher was anderes, ne? Erhöht die Genauigkeit und so weiter und so fort. Ja, bisher alles noch nicht, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Gut. Das heißt, wir können also da den reinpacken, hier den reinpacken. So, was macht der? Null von. Kann man den aufwerten, indem man was Bestimmtes macht? Also eventuell die schwarze Rammel-Leute killt, oder... Die habe ich jetzt zweimal. Kritisch 4 finde ich aber ganz gut. Anlegen, Ausrüstung verwalten. Anlegen. Wird beim Anlegen automatisch an euren Charakter gebunden. Alles klar. Ich hatte auch nicht vor, es zu löschen. Lass es mal so. Vielleicht sollte ich mal offscreen einfach mal reingucken. Also nicht weiterspielen, einfach mal reingucken und mich damit ein bisschen auseinandersetzen, weil ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Weil ich bin halt ein bisschen beschränkt, was sowas angeht. Ja, Quest abgeben. Da waren wir gerade stehen geblieben. Ich habe übrigens einen Bürgermeister gefunden, Kollegis. Unser Bürgermeister ist zurück. Hm? Vielen Dank. Ihr leistet uns hier tatsächlich unschätzbare Hilfe. Dodan und Namsuyo sind auch hier und wollen euch sprechen. Sagt ihnen, sie sollen in das Bambusdorf zurückgehen, wenn sie fertig sind. Gibt es ein Problem? Namsuyo hat kein Training und kann nicht kämpfen. Sie hat hier nichts verloren. Wirklich? Ich sagte ihr, sie solle sich fernhalten, aber sie meinte, sie hätte wichtige Nachrichten vom Bürgermeister. Warum schickt er die Tochter des Hauptmanns auf so gefährliche Missionen? Und daneben die Sprechblase, die seine Gedanken zeigt. Kann die nicht im Dorf bleiben? Jede Woche kommt sie hierher und schickt Brieftauben los. Dann begleiten sie mindestens 4 Wachen zurück. Es ist wirklich lästig. Wenn ihr etwas zustößt, bringt Dodan schon uns um. Bitte sagt ihr, sie soll sofort ins Bambusdorf zurückkehren. Ach so, und am besten gerade eine Nebenquest mit abliefern oder was. Na gut, ist ja direkt hier um die Ecke. Gut, dann können wir das ja gleich noch mitmachen. Hi! Na endlich. Ich habe eine Aufgabe für euch am Friedhof. Ihr gehört praktisch schon zur Wache. Fühlt euch geehrt. Jigan wartet beim reinigenden Feuer. Sagt ihm, ich habe euch geschickt. Nein, sagt, der Hauptmann hätte euch statt mir geschickt. Wovon redet ihr? Das ist eine wichtige Mission. Ihr vertraut mir doch, oder? Dann brecht auf und stellt keine Fragen. Gedankenblase, sag bitte ja. Ich kann da nicht rausgehen. Macht es einfach. Sag doch einfach, du hast nicht die Klötze in der Hose, um da rauszugehen. Ach, unsere Schönheit, wie kommst du so schnell hierher? Warst du nicht noch im Bambusdorf, als ich Oh je, es tut mir so leid. Eine Schönheit. Bitte vergebt, Dodan. Dodan wollte schon lange eine richtige Mission. Also hat Dochun ihn zur Wache beim reinigenden Feuer geschickt. Er hatte einfach Angst. Dodan war schon immer abergläubisch. Ehrlich, ich sehe das Problem nicht. Wüsste Papa davon, wäre er außer sich. Dodan versteckt sich sicher, bis ihr die Sache erledigt habt. Ich kann nicht glauben, dass Dodan davongelaufen ist. Das ist nicht er. Bitte, könnt ihr ihm helfen? Er muss sich so schämen. Dochun würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Bitte seht nach, was am Friedhof vor sich geht. Das waren viele Bitte, Bitte. Das reinigende Feuer liegt im Süden. Seid vorsichtig. Das machen wir. Das machen wir, ist kein Problem. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahmeball. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesen Folgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.